Ich versuche es gar nicht erst, aber dem Verfassungsgericht wird ja immer mal wieder nachgesagt, es nehme so gerne den Platz der Politik ein. Das ist jetzt nicht so. Es war wirklich nicht geplant. Insofern muss ich jetzt einfach von Anfang an schon strukturell enttäuschen. Ich hätte gerne Frau Wanka gehört. Es tut mir auf eine gewisse Art dann sozusagen leid, dass ich jetzt hier stehe. Aber nicht leid tut mir, Herr Strohschneider, dass Sie mich so freundlich eingeladen haben, Frau Ministerin. Lieber Herr Gastgeber, sehr verehrte Damen und Herren, ich werde versuchen, so eine Art Fußnote beizutragen, denn eigentlich war, glaube ich, alles gesagt. Herr Strohschneider hat die Freiheit und die Verantwortung und die Gestaltungsaufgabe hier konturiert. Frau Reiß hat ausgeführt, was tatsächlich getan wird. Was soll ich jetzt noch hinzufügen? Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Mehr sagt das Grundgesetz nämlich nicht. Da fängt es an und da endet es für mich ja dann auch. So schlicht und hoffentlich auch so für Sie Profis noch ergreifend ist das, was das Grundgesetz uns mit auf den Weg gibt. Und Karlsruhe sagt ja, das ist wertentscheidende Grundsatznorm. Damit sind wir natürlich, wie Sie alle, heute nicht mehr allein, sondern international entgrenzt. Die Forschung ist frei und die akademische Freiheit ist geachtet, lautet die aktuellere Version der Europäischen Grundrechtecharta zum Thema. Und die sehr viel ältere Europäische Menschenrechtskonvention nennt die Wissenschaft zwar nicht, meint sie aber als Teil der Meinungsfreiheit, und das ist, glaube ich, ein interessanter und nicht zu unterschätzender Aspekt. Es hat ein zutiefst kommunikatives. Auf der Ebene der Vereinten Nationen ist die Wissenschaft als Teil der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte geschützt. Auch das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen, als Teil der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Da sind Zusammenhänge benannt. Aus der deutschen Perspektive geht das Grundgesetz kein Sonderweg, es ist in guter Gesellschaft, aber ihm ist der Geist Wilhelm von Humboldts deutlich anzumerken, denn das Grundgesetz nennt Forschung und universitäre Lehre als Einheit. Das ist da wichtig. Das wird auch wichtig, wenn sich Forschende auf die Wissenschaftsfreiheit als Recht auf Ausgestaltung ihrer Lehre berufen. Wichtiger ist mir jetzt gleich, dass Wilhelm von Humboldt, das ja bekanntlich mal so fulminant vorausgedacht hat, das aber nicht so sehr als Wissenschaftler tat, das war eher Alexander, sondern als geheimer Staatsrat. Also als geheimer Staatsrat und Direktor der Sektion für Kultus und Unterricht im Ministerium des Innern im Jahr 1809 und Gründer der Berliner Universität, das muss ich jetzt natürlich dazu sagen. Das verdeutlicht bereits, die Wissenschaft liegt vielen am Herzen. Der Verfassung sowieso, dem Innenministerium damals, den Kultusministerinnen und Ministern. Die Wissenschaftsfreiheit ist insofern ganz grundsätzlich versprochen, aber muss in geteilter Verantwortung gelebt werden. Wilhelm von Humboldt, und jetzt kommt die juristisch-pathologische Fixierung auf die Konfliktlagen, Wilhelm von Humboldt hat aber nicht nur gesagt, muss jetzt sein und in Freiheit und Autonomie, sondern hat sofort auch geklagt. Er sagt, ich zitiere, die Fachgelehrten seien die unbändigste und am schwersten zu befriedigende Menschenklasse. Mit ihren, ich zitiere übrigens weiter, mit ihren sich ewig durchkreuzenden Interessen, ihrer Eifersucht, ihrem Neid, ihrer Lust zu regieren, ihren einseitigen Ansichten, wo jeder meint, dass nur sein Fach Unterstützung und Beförderung verdiene. Es könnte sein, dass Ihnen das nicht nur als Zitat bekannt vorkommt. Umso mehr möchte ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das ist ein Festvortrag und kein Symposium heute, gratulieren. Möchte Ihnen gratulieren, weil Sie diese eminent schwierige Bändigung der Fachgelehrten schon lange ziemlich gut meistern. Damit leisten Sie zur Wissenschaftsfreiheit eben einen eminent wichtigen Beitrag. Als Gemeinschaft der Forschenden selbst verteilen Sie Mittel, Geld und oft noch wichtiger Reputation, um den Dingen und den Ideen auf den Grund gehen zu können. Ihr Auftrag, die Forschung zu fördern und damit die Wissenschaftsfreiheit zu sichern, den nehmen Sie seit Jahrzehnten erfolgreich wahr. Deswegen sind und werden Sie auch weiterhin Key Player sein in den Förderprogrammen von Bund und Ländern und strahlen längst weit über die Grenzen Deutschlands, insbesondere auf den ERC, aber auch darüber hinaus aus. Wunderbar. Anlass zur Freude, Stolz. Und ein normaler Beitrag zur Festveranstaltung endet hier. Wir sind aber ja im Herzen der Wissenschaft und ich bin als Verfassungsrechtlerin naheliegend Kant, Immanuel in dem Fall, so innig verbunden, dass ich ohne einen Hauch kritische Reflexion nicht kann. Es ist nur eine kleine Dosis, aber erlauben Sie mir 5 Anmerkungen dazu, was das heute eigentlich ganz praktisch heißt, Wissenschaftsfreiheit. Und die Kernthese hinter diesen Überlegungen lautet, die Freiheit der Wissenschaft ist im demokratischen Verfassungsstaat eben kein leeres Versprechen, nicht nur der hehre normative Grundsatz, sondern mit Verantwortung gefüllt, dass diese Freiheit auch gelebt werden kann. Verfassungsrechtlich eben formuliert, das Grundgesetz verpflichtet auch dazu, die Voraussetzungen der tatsächlichen Inanspruchnahme dieser Freiheit zu sichern. Etwas alltäglicher heißt das, wir tragen mit verteilten Rollen Verantwortung dafür,
die Wissenschaftsfreiheit mit Leben zu füllen. Das motiviert eben die erste Anmerkung zum Thema. Verteilte, geteilte Verantwortung. Damals waren es der Staatsrat und die Fachgelehrten. Heute sind es natürlich an allererster Stelle Sie, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der Gesetzgeber, der reguliert und ausstattet, von vielen mitfinanziert, auch das Bundesverfassungsgericht, das gegen nicht zu rechtfertigende Eingriffe eben dieses Gesetzgebers oder für übermäßigen Oktroi der Exekutive oder vor der allzu großen Lust am Regieren der Wissenschaft selbst schützt. Wenn es denn sein muss, Gott sei Dank muss es nicht sehr häufig sein. Dazu kommt das Engagement zahlreicher privater Akteure und nicht zu vergessen, im Zentrum dieser geteilten und verteilten Verantwortung stehen die Forscherinnen und Forscher selbst. Verantwortung für die Wissenschaftsfreiheit trägt damit niemand allein, aber auf die Forschung als Praxis muss sie zurückgeführt werden. Es ist, die zweite Anmerkung, wichtig, diese Verantwortungsteilung und diese Versuchung gibt es in allen Strukturen, die man sich jetzt so vorstellen kann, diese Verantwortungsteilung nicht als organisierte Verantwortungslosigkeit zu praktizieren. Sie wissen das, insofern muss ich dazu hier nichts weiter sagen, nur zwei, drei Anmerkungen, die selbstverständlich auch die Anwesenden nicht betreffen. Die Gefahr nämlich organisierter Verantwortungslosigkeit auch in einem so eminent wichtigen Bereich wie der Wissenschaft besteht durchaus, wenn der Föderalismus es ermöglicht, politische Blockaden auf Kosten von Wissenschaft auszuleben. Gott sei Dank erleben wir das nicht allzu oft, aber die Bereitschaft zum Kompromiss ist gefragt, Herr Strohschneider hat es anfangs gesagt, und immer wieder auch anstrengende Aufgabe. Die Gefahr besteht auch, und das ist dann sozusagen stärker vor der eigenen Tür, wenn der Schlachtruf der Autonomie ertönt, als Schlachtruf eben. Wenn Autonomie oder Wissenschaftsfreiheit nur gerufen wird und nicht gefüllt wird, um Blockaden legitim erscheinen zu lassen. Das verwechselt dann nämlich Autonomie in geteilter Verantwortung, das ist ein anspruchsvolles Konzept, mit autistischer Isolation, mit Alleinherrschaft. Um diese geht es hier genau nicht. Deswegen taugen pauschale Abwehrgesten die Autonomie nicht. Weder als Berufung auf die dann eben nur egozentrische Freiheit des Forschers gegen Evaluation, gegen neue Studienstrukturen, gegen thematische Schwerpunktbildung, noch als pauschaler Hinweis auf eine unbegrenzte Autonomie der Institution, der Hochschule, der Forschungseinrichtung, der Akademie. Wissenschaft ist soziale Praxis, wie alle anderen Praxen auch, und damit immer Praxis in Gesellschaft, nie ganz allein. Das war mit der Freiheit auch nie gemeint. Sie muss daher, wie andere auch, Herausforderungen und auch Konflikte bewältigen. Und Sie haben an dieser kleinen, völlig erratischen Liste eben gemerkt, dass ich sozusagen meine Akten vor Augen habe. Das sind Konfliktstrukturen, die uns eben ab und an erreichen. Einige dieser Konflikte kommen nämlich nach Karlsruhe. Die meisten allerdings müssen Sie bewältigen. Ein Konflikt, der bekanntlich Karlsruhe erreicht, ist der um die Gentechnik. Eine Entscheidung, an der ich nicht mitgewirkt habe, aber die im ersten Senat gefallen ist. Den ersten Zugriff aber auch auf solche gesamtgesellschaftlichen, sozial situierten Konflikte, den haben Sie. Geteilte Verantwortung bedeutet also nicht Autismus, nicht nur Schlachtruf der Autonomie, sondern Wissenschaftspolitik betreiben, Wissenschaft verwalten, Wissenschaft gestalten, mit Wissenschaft eine lebenswerte Zukunft ermöglichen, in aller Verantwortung, die das beinhaltet, eben mit den Forschenden im Zentrum. Und das ist die dritte Anmerkung. Verfassungsrechtlich formuliert heißt es in ständiger Rechtsprechung, geteilte Verantwortung für die Wissenschaftsfreiheit erfordert ein Gesamtgefüge, dass die Forschenden selbst ins Zentrum setzt, weil immer die Eigenrationalität der Wissenschaft selbst zum Tragen kommen muss. Die eigene Rationalität. Ihnen, den Forschenden selbst, muss deshalb, so betont das Verfassungsgericht immer wieder, in Sachen der Wissenschaft ausschlaggebender Einfluss verbleiben. Nicht irgendein Einfluss, nicht auch mal gefragt, ausschlaggebender Einfluss. Das klingt wunderbar, es muss, da werden die einen oder anderen wiederum Erfahrungen haben, durchaus manchmal anstrengend gelebt werden. Das bedeutet beispielsweise, und das wieder ein Blick in die Pathologien des Wissenschaftslebens, ohne Dünkel. Mitentscheiden dürfen also Professorinnen und Professoren aller Hochschulen, nicht nur der UNIF-Prof. Entscheidend ist nämlich nicht Tradition, sondern entscheidend ist, ob und wo Wissenschaft betrieben wird. Und dann müssen Strukturen dafür sorgen, dass nur die, die Wissenschaft betreiben, tatsächlich mitwirken und dass es pluralistisch zugeht. Die in der Wissenschaft bestehenden Unterschiede, heißt es in einer der letzten Entscheidungen, die in der Wissenschaft bestehenden Unterschiede müssen sachverständig eingebracht werden können. Heterogenität ist sozusagen verfassungsrechtlich gesegneter Auftrag. Verantwortung
der Wissenschaft selbst im Zentrum bedeutet dann auch kritische Selbstreflexion. Das ist natürlich der Gencode der DFG, insofern ist es Preaching to the Converted. Sich immer wieder kritisch reflektieren, ob die Vorhaben in die Zukunft weisen, die von der DFG gefördert werden müssen, ob die Forschungsförderstrukturen noch taugen, ob das wirklich uns weiterbringt. Sie müssen dabei, so schon Humboldt, ich erinnere nur noch mal kurz daran, sich durch kreuzende Interessen, Eifersucht, Neid, Lust an der Macht und fachliche Egoismen bändigen. Verantwortung heißt dann wohl heute konkreter, unproduktiven Schließungen durch Fächertraditionen oder Schulenbildung, durch Neid und Eitelkeit, auch durch Vorurteilen und Muster im Hinterkopf entgegenzutreten. Wobei es überhaupt nicht hilft, das zu tabuisieren, sondern nur nutzt, offensiv zu thematisieren, dass wir alle einen Hinterkopf haben und Bias dann nicht durchschlagen zu lassen. Das heißt zuallererst Machtfragen stellen, nicht nur zählen, nicht auf die nächste Erkenntnis warten und noch viel mehr. Mit Blick auf die vielbeschworene Generation Y folgt daraus beispielsweise, eine Zeitpolitik bis in die Labors hinein zu organisieren, die jungen Forschenden auch ermöglicht, Eltern zu sein und älteren Forschenden in der Familie noch Ältere zu pflegen. Als Verfassungsrechtlerin würde ich jetzt Artikel 3 und 6 und alles andere noch in die Waagschale schmeißen, aber ich kann das ganz wissenschaftsimmanent im Anschluss an das vorhin schon Gesagte formulieren. Mit Blick auf also die Generation, die Zukunft prägen wird, bedeutet es, das nicht mehr wie in der Vergangenheit und auch derzeit noch viel zu oft auf die Frauen abzuschieben, die entweder die Kinder oder die alten Eltern pflegen und die der Wissenschaft und der Forschung dann verloren gehen. Wissenschaft verantworten, das heißt kritisch reflektiert auch eine Personalentwicklungskultur, die gerade jungen Forschenden eine attraktive Perspektive bietet. Attraktiv, also nicht schick, sondern anziehend. Frau Reiß hat das betont. Derzeit verlieren wir viel zu viele ins Ausland, wo frühe Eigenständigkeit und unterschiedliche Karrierewege noch immer häufiger ermöglicht werden als in der Tradition von Lehrstühlen mit Ordinarien. Wer unreflektiert nach dem Ähnlichkeitsprinzip Nachwuchs fördert, diskriminiert unbewusst insbesondere Frauen und Männer, die aus der Rolle fallen, und das sollte eigentlich keine Zukunft haben. Ich gehe natürlich davon aus, dass auch das mittlerweile zum Gencode der DFG gehört, über die gleichstellungsorientierten Forschungsstandards. Wer sie ernst meint, stellt da weiterhin Machtfragen. Wichtig ist, diese Standards entspringen der Verantwortung dafür, Wissenschaft als soziale Praxis angemessen betreiben zu können, Wissenschaft selbst zu fördern, selbst leben zu können. Denn da Wissenschaft von den besten Köpfen lebt, bedeutet das insbesondere, Menschen in aller Unvoreingenommenheit und Fairness die Freiheit so zu ermöglichen, dass diese auch tatsächlich gelebt werden kann. Deshalb ist Begutachtung ohne Bias, ohne Verzerrungseffekte, ohne Voreingenommenheit mit aktiv reflektiertem Hinterkopf eben kein Zusatzaspekt, kein Sekundärkriterium, keine Nebensache. Es ist Teil der Verantwortung für die Freiheit. Viertens, und ich hoffe, das beruhigt Sie jetzt, bei diesen Bemühungen, das alles erfolgreich zu leisten, steht das Bundesverfassungsgericht fest an Ihrer Seite. An Ihrer Seite, nicht an Ihrer Stelle. Das bedeutet zuallererst, Karlsruhe definiert nicht, was Wissenschaft ist. Es gibt keine inhaltlich bestimmte Auffassung von Wissenschaft. Das Grundgesetz, so heißt es, schätzt alle nach Inhalt und Form ernsthaften Versuche zur Ermittlung der Wahrheit. Aber was dann inhaltlich gewollt ist, das entscheiden unter anderem wieder Sie. Und wohlgemerkt, wissenschaftspolitische Weisheit prüft das Bundesverfassungsgericht auch nicht. Da gibt es weite Gestaltungsspielräume. Es hat nur die Aufgabe, die Grenzen zu schützen. Das Gericht arbeitet insofern nur responsiv, es antwortet nur auf Beschwerden. Die zielen, machen wir uns nichts vor, nicht selten auf Geld. Und da gibt es seitens des Bundesverfassungsgerichts natürlich nur eine zurückhaltende Antwort. Wir stehen an Ihrer Seite, aber nicht an Ihrer Stelle. Denn die Wissenschaftsfreiheit ist in erster Linie Abwehrrecht. Daneben gibt es einen positiven Auftrag der Gewährleistung, staatliche Pflicht zur Förderung der Rahmenbedingungen durch Regulierung, Organisation, Finanzierung von Personal und Sachmitteln. Und das stärkt Ihnen hoffentlich den Rücken immer wieder, sollte das überhaupt je nötig sein. Aber ein Verfassungsgericht nimmt niemandem politische Kämpfe ab. Mit wem politische Kämpfe um Wissenschaft, den Rang der Wissenschaft und insbesondere auch Geld für die Wissenschaft geführt worden, richtet sich dann natürlich ein wenig auch nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes und mit der Änderung des Artikel 91b
ist ein leistungsstarker Partner aufs Parkett sozusagen zurückgekehrt, ihnen beschert worden. Der Bund darf mehr als zuvor und was nicht vom Bund kommt, muss weiter und weiter fulminant von den Ländern kommen, von der EU, von anderen internationalen Verbündeten, aus anderen Ländern und von Privaten. Für solche Beschwerden ist Karlsruhe auf eine Art die falsche Adresse. Ansprüche auf Geld und Geräte vermittelt die Verfassung nicht. Und was wäre ich als Juristin, wenn es zu diesem Regelfall keine Ausnahme gäbe? Eine seltene Ausnahme. Die Verfassung schützt die Grenzen und damit auch davor, dass tatsächlich evident nicht zu wenig Geld da sein darf, die Wissenschaftsfreiheit also strukturell durch Unterfinanzierung nicht gefährdet werden darf. Deshalb hat das Gericht im Februar 2012 die W-Besoldung bemängelt. Wenn das Mindestniveau einer beamtenrechtlichen Alimentation in einer Weise unterschritten ist, die strukturell gefährdet, dass an Hochschulen freie Wissenschaft möglich ist und ungefährdet betrieben werden kann, dann schreitet das Gericht ausnahmsweise ein. Aber das ist der evidente Grenzfall. Fünftens wird damit deutlich, dass Verantwortung ein Privileg ist, das von vielen sorgsam gehütet sein will. Das ist natürlich die höfliche Formulierung. An sich gehen mit dem Begriff der Verantwortung immer Zumutungen einher. An ihrer Seite steht mit dem Verfassungsgericht auch kein Klakör, sondern natürlich immer mal wieder auch ein kritischer Geist. Sonst wäre es ja auch langweilig. Und das wäre für Wissenschaft ganz bitter. Aber geteilte Verantwortung kann, wenn sie dann eben auch anstrengend sein kann, trotzdem unterstützen, woran uns wohl hier allen liegt. Wissenschaftsfreiheit nicht gefährdet zu sehen durch wissenschaftsinadäquate Entscheidungen, die außerhalb der Wissenschaft oder auch in der Wissenschaft selbst getroffen werden könnten. Damit richtet sich die Anforderung, Verantwortung zu tragen und das Gebot, die Freiheit zu schützen, an den Gesetzgeber, der zwar einen sehr weiten Gestaltungsspielraum hat und insbesondere an Traditionen überhaupt nicht gebunden ist, aber zum Beispiel im Besoldungsrecht eben nicht evident falsche Weichen stellen darf. Das Gebot richtet sich gegen einen Staatskommissar, wenn es nur darum geht, die Fusion zweier Hochschulen leichter zu bewerkstelligen. Leicht hat niemand gewollt, der sich in der Wissenschaft ernsthaft engagiert. Das Gebot richtet sich auch gegen interne Leitungsstrukturen in der Wissenschaft, in den Hochschulen, in den Einrichtungen, wenn diese allzu autokratisch ausfallen oder wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst, da sie ja im Zentrum stehen müssen, beispielsweise an Entscheidungen über die Krankenversorgung in medizinischen Hochschulen oder auch an Entscheidungen über die Mittelverteilung innerhalb der Institutionen nicht hinreichend beteiligt werden. Wissenschaftsfreiheit in geteilter Verantwortung bedeutet, dass das, was Wissenschaft als soziale Praxis real ermöglicht, mitbestimmt, maßgeblich mitbestimmt werden muss. Das Gebot wissenschaftsadäquaten Entscheidens richtet sich natürlich auch gegen wissenschaftliches Fehlverhalten, also Betrug, auch in Form des Plagiats. Die Aberkennung wissenschaftlicher Grade ist dabei als scharfes Schwert und nur wissenschaftsbezogen, denn über etwas anderes kann Wissenschaft befugt nicht urteilen, auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen zu zücken. Damit gilt dieses Gebot wissenschaftsadäquaten Entscheidens eben auch und an allererster Stelle vielleicht für die Wissenschaftsakteure selbst. Es bändigt, um nochmal Humboldt zu zitieren, auch der Gelehrtenlust zu regieren. Und damit lässt sich, glaube ich, gut enden. Ich gratuliere Ihnen, der DFG, zu den Anstrengungen, die Sie unternehmen, um diese Verantwortung für die Wissenschaft wissenschaftsadäquat zu tragen. Die Bewertung wissenschaftlicher Qualität, auch die harte Bewertung, auch die differenzierende Bewertung und auch die Entscheidung, daran Folgen zu knüpfen, Reputation und Geld, Ressourcenverteilung, also der Markenkern, ist wissenschaftsadäquates Handeln. Oder anders formuliert, Geld und Geist vertragen sich. Um sich weiter zu vertragen, müssen sie sich natürlich weiter ändern. Das ist ja aber klar. Natürlich gilt das nur, wenn diese Bewertungen sachgerecht in transparenten Verfahren nach festgelegten Kriterien eben sachlich und vorurteilsfrei ohne jede strukturelle Gefährdung der Freiheit erfolgt. Güte und Gleichstellung vertragen sich übrigens auch sogar sehr gut. Die Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit erfolgt im Vertrauen darauf, dass das, was dort geschieht und das, was auch in der DFG geschieht, verantwortet werden kann. Aber das ist ja eben ihr Gencode. Güte, Geist, Gleichstellung, Fairness, Forschung und so weiter. Und das ist Ihnen längst klar. Vielen Dank.